Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ken Folletts Die Säulen der Erde. Wir sind jetzt in der Kathedrale drinnen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach einmal um. Was? Okay, eine Schüssel. Gut. Prior James. Ja, das Ding ist leer. Ein Stuhl. Aber kein Tisch. Essen Sie vielleicht vom Boden? Okay, eine Kerze. Ja, eigentlich im Prinzip wissen wir ja, was kommen sollte. Der Tom, der wünscht sich, dass der Blitz einfährt in die Kathedrale. Kann man runtergehen? Wir haben eine Kerze gefunden. Da ist zu. Ob die Eule schon raus ist? Ist verschlossen. Gut, das Fenster ist ja offen. Da hätte sie. Ich will die Schüssel. Kann ich mich hier noch umschauen? Ich sehe einen Steinmann auf einer Steinplatte. Ist das der Gott, über den sie immer reden? Okay. Gehen wir raus aus der Krypta. Kann man die Schüssel eigentlich vorne mit. Ist da Wasser drin? Wieso ist da eine Schüssel an der Wand? Trinken da Leute draus? Ja, genau. Ah, echt? Das geht. Eine Schüssel mit Wasser, okay. Und kann man auch mit der Kerze die anderen Kerzen anzünden? Hey! Okay, zünden wir die alle wieder an. Man sieht es zwar nicht, aber. Vorhin haben wir alle ausblasen, jetzt zünden wir wieder alle an. Doch gleich viel freundlicher aus. Okay, die können wir nicht anzünden. Stufen nach oben. Ah ja, da konnte der. Der hat ja Höhenangst gehabt, da ist er nicht drauf gegangen. Nein, 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 nein. Ich wollte mich umsehen. Achso. Sehr, sehr trocken. Puh, ich dachte schon, der will das jetzt gleich anfangen. Altes Vogelnest. Aus Zweigen, Strick und Holzspänen. Okay, ist hoch. Jemand hat hier etwas hereingeschnitzt. Eine Inschrift. Inschrift auf dem Dachboden der Kingsbridge Cathedral, gefunden 1136. Guidmund et Filius Christianus fecit. 1066 bis 1077. Ora fugit facta manent. Die Übersetzung wird nachgereicht. Mein Latein ist etwas eingerostet. Okay, also, wie gesagt, der will, dass die Kathedrale an Flammen aufgeht. Und andererseits. Okay, können wir das jetzt noch löschen? Das war der Tropfen auf den heißen Stein. Ich würde sagen, wir verduften. Es brennt. Okay, können wir raus? Die ist verschlossen. Was? Na super. Und jetzt? hallo, ich bin noch da.
Okay. Der Blitz hat zwar nicht eingeschlagen. Aber wir kommen alle raus. So viel Rauch. Füllen wir die nochmal an mit Wasser. Okay, zum Löschen reicht es nicht mehr. Da kommen wir nicht raus. Ich krieg keine Luft. Gehen wir nochmal runter. Nee, der ist auch noch immer zu. Vielleicht kann ich oben besser atmen. Okay, dann nochmal rauf im Dachstuhl. Okay, da kommt noch einer. Da war doch zu gerade. Von da hinten kommt ein Luftzug. Ja, da ist offen. Willst du euch jetzt runterstürzen? Echt? Darunter? Ernsthaft? Achso, runterklettern. Ich bin ja nicht bei Assassin's Creed. Du, ich kenne dich. Maxima Kulpa. Du bist es. Bei Gott und dem Teufel. Haben dich zurückgeschickt, um mich zu strafen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir büßen werden. Für das, was wir dir angetan haben. Für meine Sünden. Wirf mich in den feurigen Pfuhl. Okay, wer warst du jetzt da? Jetzt müssen wir einen Brief schreiben und dann brennt die Kathedrale ab. Okay, mein lieber Bruder, erst 2 Tage sind vergangen, seit du die Priorei verlassen hast. Und schon brennt's. Viel ist in diesen 2 Tagen geschehen. Viele verzweifelte Männer, Frauen und Kinder haben hier Zuflucht gefunden. Es wäre sowieso passiert. Der Graf von Shiring wurde gefangen genommen. Seine Burg wurde von Verbündeten meines Bischofs erobert. Die Menschen, denen wir Zuflucht geben, wurden von dort vertrieben. Francis, ich weiß, dass es nicht deine Schuld war, aber ich fühle mich verantwortlich für ihr Schicksal. Milius und Cuthbert haben sich des Findelkinds angenommen. Sie haben es Jonathan genannt. Geschenk Gottes. Johnny Eightpence hatte recht. Er mag Ziegenmilch. Ein Geschenk Gottes. Und doch hat ihn jemand aufgegeben. Ich werde ihn nicht aufgeben. Und auch sonst keinen. Auch uns nicht, Bruder. Selbst wenn die Hoffnung auf meine eigene Erlösung so klein und so schwach ist wie unser Jonathan. Fertig. Ich bete, dass dieser Brief dich wohlbehalten antrifft. Und für mein eigenes Wohl bitte ich dich, nicht mehr über unsere Eltern zu sprechen. Solche Dinge muss man ruhen lassen. Ich habe damit Frieden geschlossen und will nichts mehr davon hören. Noch ein Geheimnis. Ich hörte von dir, dass nur 3 in Graf Roberts Gefolge lesen können. Einer von ihnen ist mein Bruder. Dein Bruder, Philipp. Nur 3? Schau mal beim Fenster raus. Deine Kathedrale brennt. Ja, guck mal. Mach mal auf. Nein, nein, nein! Alle raus!
Was? Was ist da los? Bei Gott! Rettet euch! Den Heiligen! Wir müssen den Heiligen Adolphus retten! Mein Gott! Mein Gott! Geh da nicht rein! Adolphus! Der Heilige! Wir müssen ihn retten! Nein, nein, geh nicht! Ups. Nach dem Brand. Während die Mönche und Flüchtlinge gemeinsam den Schutt beseitigten, hielt ich mich versteckt. Ich hatte nicht erwartet, dass so ein großartiges Gebäude so leicht und gänzlich in sich zusammenstürzen würde. Dass ein kleiner, dummer Junge wie ich es mir nichts, dir nichts in einen rauchenden Haufen schmutziger Steine verwandeln konnte. Mir war klar, dass ich etwas Schlimmes angestellt hatte. Und dass niemand jemals wissen durfte, was ich getan hatte. Da hat er ordentlich aufgeräumt. Vater Philipp, ich habe die Trümmer wegräumen lassen. Es sollte jetzt sicher sein. Gute Arbeit. Ich danke euch, Baumeister. Das war eine sehr lange Nacht. Viele Leute sind schon gegangen. Sie haben mich gebeten, euch für eure Güte zu danken. Was geschehen ist, tut ihnen leid. Dann sollten sie Gott für seine Gnade danken. Niemand wurde verletzt. Keiner ist gestorben. 45 Mönche und 11 Novizen. Alle gerettet. Niemand fehlt. Niemand? Milius und Cuthbert haben sogar unseren Heiligen aus der Krypta gerettet. Wisst ihr, was der Grund für den Brand war? Es ist Gottes Strafe. Vielleicht auch nicht. Niemand wurde verletzt. Die Bücher wurden gerettet. Selbst die Gebeine eures Heiligen sind unversehrt. Vielleicht geschah dies alles aus einem Grund. Was meint ihr? Hier. Ich möchte euch etwas zeigen. Okay, dann lass mal schauen. Ich möchte, dass ihr durch den Ring oben am Stab schaut. Ach so, das ist okay. Ein Stab. Schau mal durch. Sagt mir, was seht ihr? Nix, momentan. Die Sonne? Ich sehe die Sonne. Richtig. Vater, ich bin tief betrübt über das, was mit eurer Kirche passiert ist. Aber ihr müsst standhaft bleiben. Nein, ihr seht den Sonnenaufgang, weil ihr nach Osten blickt. Richtung Osten. Wie eine Kirche. Ich weiß, ihr habt kein Geld. Und dass es wichtiger ist, Menschen zu helfen. Aber wir könnten hier anfangen. Mit den Steinen, die wir haben. Und den Menschen, die helfen wollen. Also, was ist es, was ich dort sehe, Tom Bilder? Hoffnung? Es ist der Chor eurer neuen Kathedrale. Ja. Jetzt sehe ich es. Kapitel 5. Der Mann in Flammen. Was du getan hast, du warst dafür, die Flüchtlinge aufzunehmen. Du hast versprochen, Arnaldus nach seinem Tod zu begraben. Die Kathedrale wurde durch Leichtsinn und Ungeschick in Brand gesetzt. Du hast Philipp dazu inspiriert, die Kathedrale von Kingsbridge neu zu erbauen. Okay. Schauen wir weiter. Winchester. Kein Gewehr. Wenige Wochen später erhielt ich eine Einladung von Bischof Walleran. In Winchester sollten wir und Wallerans Verbündete König Stefan selbst treffen. Der Bischof war zuversichtlich,
dass Stefan uns helfen würde, da wir ihm zuvor zur Seite gestanden hatten. Mit der Hilfe des Königs, so hofften wir, könnten wir die Kathedrale von Kingsbridge wieder aufbauen. Hof von Winchester. Na, schauen wir mal, was er zum Sagen hat. Stefan. Percy Hamley. Bischof Wallerin, guten Morgen. Ellie! Sie sind es, da drüben, die Hamleys! Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steh da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Oh, Kinder, entschuldigt. Jetzt fehlt nur noch einer. Ah, hier ist er. Guten Morgen. Bischof Henry, dies ist mein Prior. Philip von Gwynedd, Prior von Kingsbridge, ehrwürdiger Herr Bischof. Ihr werdet heute nicht viel zu sagen haben, Philip. Überlasst das Reden uns. Nein, überlasst das Reden mir. König Stefan ist schließlich mein Bruder. Und nun lasst uns aufbrechen. Mein Bruder ist ein Frühaufsteher. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Kapitel 6. Die Hamleys. Stefan. Wir müssen uns beeilen. Ich will im New Forest jagen gehen. England ist voller Wild. Kein Vergleich mit der Normandie. Dieses Land ist noch wild und unbezwungen. Dies ist Walleran Bigot, der Bischof von Kingsbridge. Walleran, ich erinnere mich. Wir kennen uns bereits. Und Percy Hamley. Mein Herr. Er hat Bartholomäus seiner gerechten Strafe zugeführt. Und es ist nicht das erste Mal, dass Percy mir geholfen hat. Er hat normannisches Blut. Wir sollten mal zusammen jagen gehen. Gerne, Herr. Bartholomäus hingegen wird das Gefängnis nicht lebend verlassen. Percy Hamley, er hat dies nicht ohne Hilfe vollbracht, Herr. Ich war es, der ihm von dem Komplott erzählt hat. Und jetzt erwartet auch ihr eine Belohnung. Ich verstehe. Mein Bruder, die Kathedrale von Kingsbridge ist abgebrannt. Walleran erbittet keine Belohnung für sich selbst. Er bittet für die Kirche. Ich nehme an, dass die Kirche sich einen Neubau nicht leisten kann, Henry. Nun, die Krone auch nicht. Ich, oder vielmehr Bischof Walleran, hatte eine Idee. Gib dem Bischof Walleran die Ländereien des Grafen von Shiring, um ihr Bauvorhaben zu finanzieren. Die Idee ist gut. Aber es waren Percy und seine Männer, die die Burg des Grafen eingenommen haben, nicht Bischof Walleran. Stimmt's, Percy? Ja, mein Herr. Er kennt die Grafschaft und wird sie sicherlich gut führen, nicht wahr? Natürlich, mein Herr. Dein erster Dank sollte Gott gelten, nicht ihm. Gott hat dich zum König gemacht. Treib dein Spiel nicht so weit, Henry. Du weißt, was passiert, wenn du dich mit mir anlegst. Das willst du nicht. Es war ein langer Weg auf diesen Thron. Ein verdammt langer. Ja, mein Bruder. Und jetzt gehe ich jagen. Mein Herr und König, ich danke euch, dass ihr gewillt seid, die Zukunft der Grafschaft Shiring zu überdenken. Wann können wir mit deiner Entscheidung rechnen? Morgen.
bringt meinen Bogen. Sagt den Männern, dass wir jagen. Philipp, Walloran und ich haben viel zu besprechen. Gut. Aber was kann ich tun, um zu helfen? Nun, mein Bruder bat mich, dem Verräter Bartholomäus ein Geständnis zu entlocken. Ein Geständnis wäre hilfreich gegen die, die glauben, dass seine Festnahme zu Unrecht geschehen ist. Und es könnte uns helfen, meinen Bruder dazu zu bringen, dass er sein Versprechen gegenüber Percy Hamley vergisst. Okay. Wir haben eine Aufgabe. Die Bischof Henry sagte, dass eine Beichte von Bartholomäus uns helfen könnte. Gut, an dieser Stelle mache ich jetzt eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke anzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!